Zeuge Pavel Stjenkin, UdSSR, Hütteningenieur, 44 Jahre. 107. Verhandlungstag, 2.11.1964. Мы прослушали вас на прошлой неделе, и нам было сказано, что вы хотите нам еще что-то сказать, о чем вы еще на тогда не сказали. Да. Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass wir auch diese Bekundung auf Tonband nehmen? Согласны ли вы, что и это, эти ваши показания будут записаны на пленку? Точно. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass auch diese Bekundungen genauso wahr sein müssen wie die, die Sie früher gemacht haben, und dass Sie zum Schluss Ihrer Bekundungen die Wahrheit versichern müssen unter Bezugnahme auf den bereits von Ihnen geleisteten Eid. Das bedeutet, dass Sie genauso wahr sein müssen, als ob Sie noch einmal beschworen worden wären. Обращаю ваше внимание на то, что и сегодняшние ваши показания должны быть тоже правдивы. И что вы после этих показаний должны будете заверить суд, что все это вы смогли бы тоже принять под присягу. Таким образом, эта присяга, которую вы положили на прошлой неделе, она будет относиться тоже и к этим вашим сегодняшним показаниям. Yes. Und was wollten Sie uns noch sagen? Что вы хотели нам еще сказать? Yeah. Hüll. Haben Sie das auch в марте 1942 года, когда из Аушвица нас перевели в Биркенау, нас из 13 тысяч осталось примерно около 600 человек. Als im März 1942 wir aus Auschwitz nach Birkenau überführt wurden, blieben von den 13.000 unserer Kriegsgefangenen lediglich 600 übrig. Нас поместили в блок номер 7 и 8. Wir wurden in den Blocks 7 und 8 untergebracht. Было очень холодно. Es war sehr kalt. Потому что эти бараки не отапливались, и, ну, не отапливались бараки, холодно. Weil diese Baracken nicht geheizt wurden. Also eben darum, weil sie nicht geheizt wurden, war es sehr kalt da drin. Ну, за первую и вторую ночь у нас померзло. Много человек, много und людей. In der ersten und der zweiten Nacht wurden sehr viele, starben sehr viele Menschen von der Kälte, erstarrt. Блокфюрером в блоке номер 7 был, как мы называли, беляк. Der Blockführer des Blocks 7 war der von uns mit Belak genannte Mann. Ну, я тогда фамилии не знал, не вдавался в эти подробности. Все называли его просто Беляк. Почему? Ich kannte damals den Namen nicht, also für diese Einzelheiten hatte ich, um diese Einzelheiten habe ich mich damals nicht gekümmert. Also alle nannten ihn Belak. Очень скоро из двух блоков 7 и 8 людей перегнали, из восьмого блока остатки людей перегнали в блок номер 7. Nach einer sehr kurzen Zeit wurden diese beiden Blocks zusammengefasst. Das heißt, aus dem Block 8, die übrig geblieben sind, sind dann auf den Block 7 gekommen. Блокфюрером оставался тот же Беляк. Der Blockführer blieb derselbe Беляк. Wissen Sie auch, wie der mit richtigem Namen hieß? Вы знаете, как его настоящая фамилия была? Я потом только узнал. Это был Борецкий. Das habe ich später erfahren. Das war Борецкий. Ja. Nun, also dieser Mann, den Sie mit Belak bezeichneten, ist dann auch der Blockführer auf dem neuen Block gewesen. Auf dem Block 7. Block 7. И этот человек, Борецкий, значит, был блокфюрером на этом блоке седьмом, да? В блоке семь, да. Я в том блоке семь. Я. Ну, конечно, он... Я даже не могу сказать, как он сильно бил всех, ругался, издевался, оскорблял. Wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben, wie stark sie alle geschlagen, uns alle geschlagen hat, wie uns beschimpfte und beleidigte. Потом wissen Sie noch, wann das gewesen ist, der Zeuge, dass Sie da auf diesen Block gekommen sind, wo... Вы знаете, когда это было, когда вы попали на блок седьмой? Это было в марте месяце. Das war März. 1942. März 42. Ja.
Потом нас перевели в блок номер 10. Это уже деревянные блоки 10. Были, да. Dann wurden wir auf den Block 10 gebracht. Das war schon ein Holzblock. А в блоке номер 7 сделали как бы блок для слабых. Und auf dem Block 7 wurde so eine Art Block für schwache Menschen eingerichtet. Там были советские военнопленные. Dort waren sowjetische Kriegsgefangene. Ну и заключенные всех национальностей, которые были в лагере. Na und andere Häftlinge, alle Nationalitäten, die sich im Lager befanden. Ну, однажды я пошел к своему товарищу, к советскому военнопленному. Eines Tages bin ich zu einem Kameraden gegangen, einem sowjetischen Kriegsgefangenen. И увидел такое зрелище. Und habe folgendes Bild gesehen. С левой стороны барака все слабые люди находились, по несколько человек, на этих нарах. В середине в бараке? Нет, они по своим нарам лежали. Also in der Baracke auf der linken Seite lagen auf ihren Bettstellen die Kranken. А в проходе человек 50-60 голых людей, раздетых. Und in der Mitte, im Durchgang, stand etwa 50 nackte Personen. И с правой стороны от входа auf der rechten Seite von dem Eingang было загорожено брезентом этот проход. War mit Präsent dieser Durchgang abgetrennt. И туда по очереди заходили эти раздетые люди. Und dorthin gingen ein nach dem anderen diese entkleideten Menschen. Слышен был глухой звук. Man hörte einen dumpfen Laut. Я спрашиваю своего товарища, что там делается? Зачем эти люди стоят так раздетые, туда заходят по очереди? Ich habe meinen Kameraden gefragt, was geschieht denn dort? Warum gehen die Leute so entkleidet dorthin, der Reihe nach? Он мне сказал, что туда заходят по очереди, их ставят на колени и ударом палки по шее убивают. Er hat mir gesagt, dass sie einer nach dem anderen dorthin gehen, dass sie dort knien müssen und dass sie mit einem Schlag auf den Hals getötet werden. Ну, я видел много всяких видов издевательств, истязаний, но такое я еще не видел. Ich habe viele Arten der Misshandlungen und Tötungen gesehen, aber diese Art habe ich noch nicht gesehen. Поэтому я не мог этому поверить. Darum wollte ich das nicht glauben. Тогда он мне говорит, тогда иди посмотри, сам убедись в этом. Dann hat zu mir gesagt, dann geh selbst dorthin und schau dir, vergewissere dich darüber. Ну, я тихонько вышел из дверей и пошел на правую сторону барака, а там окна с двух сторон были. Ich ging dann ganz leise von der Tür auf die rechte Seite. Dort waren Fenster von beiden Seiten. И я видел там, ну, Борецкий, он и заходил туда, в этот, за брезент, и выходил. Und ich habe dort Borecki gesehen, wie mal dorthin ging, hinter diesen Vorhang aus Präsent, und auch wieder zurückging. Там был еще другой эсэсовец за брезентом, который dort, я не знаю. Hinter dem Präsent befand sich noch ein SS-Mann, den ich nicht kenne. Видел своими глазами, как тот убивал людей, как бы они по очереди менялись, то один убивал, то другой убивал. Ich habe gesehen mit meinen eigenen Augen, wie der andere getötet hatte. Es hat so ausgesehen, als ob sie sich darin abgelöst hat. А уже убитых относили с этой перегородки до конца барака эти же вот узники из слабых. Und die Getöteten, also die Leichen, wurden auf die Ende durch den Durchgang auf на другую сторону барака. Да, да, да. Auf die andere Seite der Baracke getragen, und zwar von den kranken Häftlingen. Потом я узнал, что это повторялось очень часто, потому что блок слабых очень часто переполнялся. Всех, со всех барак туда всех слабых сгоняли, и чтобы освободить этот барак немного,
ну, в какой-то мере, то таким способом убивали людей. Wie ich später erfahren habe, da wurde diese Sachen, wurden diese Sachen sehr häufig in dieser Baracke getan, weil diese Baracke für die schwachen Menschen wurde oft überfüllt und um sie auf diese Weise zu entleeren, hat man die Menschen so getötet. Потом, в июне месяце, когда уже стало жарко там, im Juni, als schon heiß geworden auch ist, 42. Тоже 42-й год. Я 42. 42-й год. 42. Я видел такое зрелище. Also im Juni, als schon warm wurde, habe ich folgendes Bild beobachtet. Здесь находился 7-й блок и рядом 8-й блок. Hier befand sich der Block 7 und dann daneben der Block 8. И я видел, как этих слабых людей, они имели большую температуру, больные были, избитые. Их выгоняли на солнце между 7 и 8 бараком. Und ich habe gesehen, wie diese Menschen, die schwach und krank waren, mit hohem Fieber geschlagen und misshandelt, dass man sie in der Mitte zwischen, also auf den Hof zwischen dem Block 7 und 8 rausgetrieben hat. От 7 до 8 барак колючий проволок с двух концов был протянут. Und von den beiden Seiten zwischen 7 und 8 war Stacheldraht durchgezogen. Это чтобы эти больные узники не могли отползти с этой территории куда-нибудь. Damit diese kranken Häftlinge nicht von aus diesem Gebiet, also von diesem Hof nicht fortgehen konnten. Они на этом солнце находились с утра до вечера. Und sie blieben in der Sonne von morgens bis abends da auf dieser Stelle. И от температуры, от жажды помирали. Und von Fieber und von der Durst starben sie. Мы очень часто проходили мимо 7-го, 8-го барака и слышали, как эти больные на разных языках, на многонациональных языках, кто как мог говорить, пить, все просили пить. Wir gingen oft dort an diesen Baracken vorbei und wir haben oft gehört, wie sie in verschiedenen Sprachen, in den Sprachen, die sie überhaupt sprechen konnten, trinken, also nach Wasser gebeten, gerufen haben, geflüstert haben. Иначе говоря, здесь уже стали как бы применять ну, солнечные лучи для убийства людей. Auf hier in diesem Fall hat man, wenn man sich so ausdrücken kann, die Sonnenstrahlen angewandt, um mit ihnen die Menschen zu töten. Люди умирали десятками. Die Menschen starben zu zehn. Каждый день. Jeden Tag. Потом в начале июля 42 года. Dann Anfang Juli 42. 42 года. 42. Я вместе с другими военнопленными попал на выгрузку хлеба. Kam ich mit den anderen Kriegsgefangenen zur Ausladung von Brot gekommen. Хлеб из машины выгружали в ящик. Das Brot aus dem Wagen wurde in die Kisten ausgeladen. И потом мы вчетвером относили это, ну, в один из бараков. Куда выгружали этот хлеб? Und wir dann zu vier trugen diese Kiste in eine der Baracken dorthin, wohin es vorgesehen war. Ну, я был очень слабый, поэтому, ich war aber sehr schwach. Поэтому, когда стали поднимать вот этот ящик с хлебом, я их уронил. Darum, als wir angefangen haben, die Kiste mit dem Brot zu heben, ließ ich die Kiste fallen. Ну а тут сразу откуда-то появился Борецкий. In diesem Moment tauchte von irgendwoher der Борецкий. Он никогда никуда не опаздывал. Niemals kam zu spät. И он меня завел в барак и стал бить. Brachte mich in eine Baracke und fing an, mich zu schlagen. Ну, я сначала думал так, он меня побьет, что часто очень было, и перестанет бить, и все. Ich habe gedacht, wird mich schlagen, wie es häufig vorkam, und dann ist ja damit ist alles erledigt. Но потом чувствую, что он чем больше бьет, тем больше звереет. Ich sah aber und fühlte, dass je länger schlug, desto wütender geworden ist. Но я чувствую, что он меня убьет, я и убежал. Ich fühlte, dass mich töten wird, und ich lief fort.
Конечно, он был сильнее меня, очень быстро догнал, свалил меня. Natürlich, er war stärker als ich, also sehr schnell holte er mich auf. И стал бить меня сначала по ногам, чтобы я не смел убегать, когда меня наказывали. Und er begann mich auf die Beine zu schlagen, damit ich nicht fortlaufen kann. Ну, а потом бил, сколько бил, везде бил, пока, видимо, убедил, что я уже мертвый. Dann schlug er mich überall und schlug so lange, bis er sich nicht überzeugt hat, dass ich schon bewusstlos oder tot bin. Я, конечно, был без сознания. Ich war aber natürlich bewusstlos. И потом, когда мои товарищи военнопленные меня убрали отсюда с дороги. Als mich meine Kameraden, die anderen Kriegsgefangenen, mich von dem Wege fortgeholt haben, и принесли к своему блоку номер 7, und auf ihren Block Nummer 7 gebracht haben, не стали внутрь заносить в блок, а оставили около барака, как уже мертвого. Da ließen sie mich nicht in die Baracke hinein, sondern ließen sie mich neben der Baracke liegen als einen Toten. Тут на какое-то время мне вернулось сознание. Dann kam ich für einen Augenblick zu sich. Я как во сне слышу, около меня стоят товарищи и говорят: вот и Нинки нет, вот и Нинку убили. Нинка? Да. Und da hörte ich wie im Traum, wie meine Kameraden, die daneben standen, sagten: so ist Нинка auch weg, Нинка ist auch tot. Ihn hat man auch getötet. Меня в лагерь называли Нинка девичьим именем. Ich wurde im Lager nämlich Нинка mit einem Frauennamen genannt. Ну, может, потому что я был молодой и похож на девчонку был. Weil ich eben sehr jung gewesen bin und an ein junges Mädchen erinnerte. Ну и потом я снова потерял сознание. Da verlor ich wiederum das Bewusstsein. И утром, когда очнулся, я уже находился в бараке на своем месте. Und als ich morgens dann am nächsten Morgen zu mir kam, war ich bereits in der Baracke auf meinem Platz. Ну и так сильно весь опух, как будто меня воздухом из насоса накачали. Ich wurde dann so geschwollen, als ob ich mit Luft eingepumpt wurde. Потом меня здесь же рядом была так называемая больница, мы ее называли Кранкенбаум, не знаю, правильно, неправильно. Da in der gleich daneben war das Krankenhaus. Wir nannten das der Krankenbau. Ну, это такой же был барак. Das war genauso eine Baracke. Которую наполовину перегорожено, здесь двери были. Und in der Mitte war das getrennt und in der Mitte war eine Tür. В одной половине находились хирургические больные. In einem Teil waren die chirurgischen Kranken, die chirurgischen Fälle. В другой половине были температурники. Und in anderem Teil waren die Leute, die fieberten. И когда меня сюда товарищи помогли прийти, привели меня в эту больницу, мне сразу измерили температуру. Und als meine Kameraden mir geholfen haben, das heißt mich dahin gebracht, geführt haben, da hat man mir gleich das Fieber gemessen. Ну, я чувствовал, что у меня большая температура. Ich fühlte, dass ich hohes Fieber habe. И поэтому, когда мне сказали, что идите, я пошел к температурникам. Und als man mir gesagt hat, gehen Sie, dann ging ich zu diesen Fiebernden. Ну, не успел сделать несколько шагов, как, ну, ударом по шее меня сшибли с ног. Ich konnte nur einige Schritte machen, dann wurde ich mit einem Schlag zu Boden geworfen. Ну, это оказался польский доктор. Das war ein polnischer Arzt. Старый уже. Ein alter Mann bereits. Он мне помог подняться. Er half mir, mich aufzurichten. И показал мне направление к хирургии, в ту половину, где лежали хирургические больные. Und er zeigte mir die andere Richtung, dort, wo die chirurgischen Fälle lagen. Потому что хирургическим больным кое-какая помощь оказывалась. Weil für die chirurgischen Fälle, da gab's irgendwelche Hilfe. А температурников через день, два, три направляли в блок номер 7. Und die Fieberten, die Fiebernden, sie wurden nach ein paar Tagen auf den Block 7 geschickt. Ну, а оттуда уже известно, куда их направляли Und дальше. Von dort wusste man, wohin
sie weitergebracht wurden. Но когда я лег, мне показали место в хирургическом отделении, в этом так называемом это, то я лежу и в тревоге, думаю, что-то они перепутали, и, наверное, разберутся, меня еще снова побьют. Und da lag ich dort, wo, wenn man, dort, wo man mir einen Platz zugewiesen hat, ich lag und dachte in Angst, mein Gott, sie haben sich geirrt und jetzt wird man dann das alles untersuchen und ich kriege wieder Schläge. Na, меня уже бить было больше некуда, потому что у меня все уже болело, все было избито. Aber man hatte schon keinen Platz auf mich zu schlagen gehabt. Ich war ganz rumherum geschlagen. Потом подошел второй польский врач. Dann kam zu mir ein anderer polnischer Arzt. И сказал, sagte, пан Русак, вы не обижайтесь на старика. Und da hat er gesagt, Herr Russe, seien Sie nicht böse auf den alten Mann. Дело в том, что за около доктора стоял эсэсовец, и доктор не был уверен в том, что тот видел или не видел температуру. Neben dem Arzt stand nämlich ein SS-Mann, und er war nicht sicher, ob er das Fieber gesehen hat oder nicht. Ну, поэтому он таким способом, ну, сбил с толку этого эсэсовца и направил меня к хирургическому. Потом меня подняли на третий этаж нар. Dann kam ich auf die höchste, diese dritte Liegestelle. Да. На третий этаж, они трехэтажные были. Liegestellen waren nämlich dreistöckig. Да, потом этот второй доктор еще меня предупредил. Если вы будете иметь температуру 38 или больше в течение двух дней, вас отправят в блок номер 7. Dieser zweite polnische Arzt hat mich gewarnt, wenn Sie zwei Tage lang 38 oder mehr haben sollten, dann kommen Sie auf den Block 7. Поэтому, когда утром и вечером у меня измеряли температуру, то я не так измерял, как обыкновенно делается, а стоял ртутным концом сюда на грудь и смотрел. Когда поднимется ртутный палец до 37,5, до 37,8, я тогда его снимал, этот градусник. Darum, als man mir Thermometer gegeben hat, dann tat ich das Thermometer nicht wie alle anderen unter die Armhöhle, sondern ich tat das nur so an mich etwas heran und beobachtete, wenn es mehr als 37,5 gewesen ist, dann ließ es wieder fallen. Таким образом, я вся температуру держал меньше 38. Auf diese Weise hielt ich mein Fieber immer unter 38. Ну, а на самом деле, может, было у меня и 39, и больше температура. In der Wirklichkeit hatte ich 39 oder vielleicht mehr. Через дней 10-15 опухоль с меня спала. Nach 10 oder 15 Tagen ging die Schwellung zurück. Но на месте, где у меня здесь на ноге ранение было, и тем более еще здесь меня сильно били, у меня появилось здесь опухоли в двух местах, появились такие кровяные большие. Aber an den am Bein, wo ich ja sowieso vorher verwundet war und wo ich dann geschlagen wurde, da waren zwei geschwollene Stellen, so blutige geschwollene Stellen. Ну и врачи, чтобы, ну, опасались, что будет заражение крови. Die Ärzte haben Angst gehabt, dass ich Blutvergiftung bekomme. Однажды ночью меня сняли с нар и отнесли в конце барака. Была такая комнатка отгорожена. Also eine Nacht hat man mich von der Bettstelle genommen und da in der Ecke der Baracke war eine Stelle abgetrennt. Ну, so ein kleines Zimmerchen abgetrennt. Принесли в эту комнату. Man brachte mich dorthin in das Zimmerchen. Положили на скамью. Legte mich auf eine Bank. Скамья была узкая, так неудобно было держаться. Die Bank war sehr eng und es war schwer darauf sich festzuhalten. Ну и потом один сел мне на ноги. Einer setzte sich mir auf die Füße. А другой стал сильно держать мне голову. Und der andere hielt ganz fest meinen Kopf. Ну, один из врачей сказал по-польски: «Чимайс, пан». Und der eine hat in Polnisch zu mir gesagt: «Halte aus». И таким образом мне сделали операцию. Und auf diese Weise hat man mich operiert. В одном месте.
an einer Stelle. Ну, потом, конечно, я потерял сознание, меня отнесли снова на нары. Ich wurde bewusstlos natürlich und man hat mich wieder zurück auf die Bettstelle gebracht. Ну, через несколько дней повторили то же самое, на втором месте сделали операцию. Nach einigen Tagen hat man diese Operation an der zweiten Stelle wiederholt. Через 40 дней примерно я из этой больницы вышел и стал работать в прачечной. Nach 40 Tagen etwa kam ich aus diesem Krankenbau und begann in der Wäscherei zu arbeiten. Ну и к моменту побега, к началу ноября, у меня правая нога все еще не выпрямлялась, была кривая, изогнутая. Bis zum November, also bis zum Tage der Flucht, war mein Bein krumm und ich konnte das nicht gerade biegen. Итак, я в числе 70 человек хромым убежал из лагеря. Und so flüchtete ich als einer von 70 hinkend aus dem Lager. Das ist alles. Ja. Ich möchte noch einmal fragen, Herr Zeuge, wann sind Sie geflüchtet? Когда вы удрали? Я хочу еще вас спросить. В начале ноября 42 года. Anfang November 42. Anfang November 42. Und wie lange vorher war das ungefähr, dass Bednarek, dass Baretsky so geschlagen hat, wie Sie uns das eben erzählt haben? И когда это был этот случай, когда вас Борецкий так страшно побил? Это в начале июля 42 года. Июля. Июля. Das war Anfang Juli 42. Im selben Jahr, in dem Sie geflohen sind. В этом же самом году, в котором вы удрали. Да. Я? Ja. Herr Zeuge, Sie sind ganz sicher, dass es sich hier Baretsky gehandelt hat? Вы уверены, точно уверены в этом, что это Борецкий? Да, мы Борецкого знали все, в том числе и я. Ja, wir alle, wir kannten Baretsky. Also zunächst hatten Sie ihn ja unter einem anderen Namen kennengelernt. Nein, das war Spitzname. Der Spitzname, ja, das meine ich. Сначала вы с ним познакомились под другой фамилией, то есть под этой кличкой, которую он имел. Да, дело в том, что мы эти фамилии, тем более в 41-42 году, очень малых людей знали, малое количество эсэсов знали. Поэтому их называли кличкой. Ja, da wissen Sie, in den Jahren 41, 42 waren es sehr wenige SS-Männer, die wir mit Namen gekannt haben. Darum gaben wir jedem einen Spitznamen. Und wie hieß der Spitzname für Bednarek? Belak. Für Bednarek, für Baretsky. Für Baretsky, verzeihung. Belak. Das ist der tollwütige. Belak. Bela. B-E-L-A. Bertha Emil Ludwig Anton Kaufmann. Kaufmann. Belak. Belak. Und das heißt auf Deutsch? Das ist derjenige, der giftige Beeren gegessen hat und tollwütig geworden Aha. ist. Und wann haben Sie erfahren, dass dieser Belak in Wirklichkeit Baretsky hieß? И когда вы узнали, что этот человек, которого назвали Беляк, по-настоящему, что его фамилия Борецкий? Ну, я уже перед побегом это так уже чуть-чуть, ну, собственно, знал. Ну, потом, все же, я убежал оттуда 22 года назад. И обо всем об этом забыл я. Also eigentlich kurz bevor ich geflüchtet bin, habe ich schon etwas so ein wenig darüber erfahren. Und dann blieben 22 Jahre hinter uns liegen und ich habe alles vergessen. Ну и потом мне попало в руки этот бюллетень Международного комитета Освенцима. Und eines Tages fiel mir ein Bulletin des Internationalen Auschwitzer Komitees in die Hände. Тут я сразу узнал, это Беляк. Und darin habe ich sofort erkannt, das ist Беляк. Ein Bild. Это картина, это фотография. Фотография, то есть Борецкий. Ja, das war ein Bild. Das ist Борецкий. Also da haben Sie zum ersten Mal erfahren, dass der mit dem Spitznamen belegte Беляк in Wirklichkeit Baretsky hieß. Тогда вы первый раз узнали, что этот человек, который был на снимке, этот Беляк, что его фамилия Борецкий. Нет. Nein. Нет. Nein. Я еще в лагере знал. Noch im Lager. Noch im Lager schon. Ja. Und wie durch haben Sie das erfahren? Wodurch? А каким образом вы узнали об этом в лагере?
Ну, здесь, если он был блокфюрером нашего седьмого блока, здесь также называли те же переводчики, и эти писаря и другие называли его. Blockführer unseren Block 7 gewesen ist, da waren, da nannten ihn doch die Schreiber, die Dolmetscher und wie die Потом alle подходили waren. Другие эсэсовцы, которые ее называли тоже Борецкий. Und dann kamen auf ihn auch andere SS-Männer zu und nannten ihn auch Борецкий. Mhm. Also haben Sie im Lager auf diese Weise schon seinen Namen erfahren? Значит, вы уже таким образом узнали его фамилию еще в лагере. В лагере перед побегом я узнал. Vor der Flucht. Ну, примерно это август, сентябрь, октябрь, вот ноябрь. Ungefähr August, September, Oktober, so November, in diesem Monat. Und wissen Sie noch, wann Борецкий Ihnen zum ersten Mal entgegengetreten ist, wann Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben? Вы знаете, когда был первый раз, когда вы видели, увидели Борецкого, когда он с вами встретился? Как только мы переехали в Биркенау, когда нас поместили в блок номер 7, а он здесь был блокфюрером с тех пор. In diesem Moment, in dem wir nach Birkenau überführt wurden und auf den Block 7 kamen, und war Blockführer auf dem Block 7, von diesem Zeitpunkt. Und wann war das? И когда это было? В марте месяце 42-го года. März 42. März 42. Von dieser Zeit ab kannten Sie diesen sogenannten Belak, von dem Sie nachher erfahren haben, dass es Борецкий ist. Из этого момента вы знали этого Беляка, которого вы после узнали, что он называется Борецкий. Что это называется Борецкий? Борецкий selbst hat uns gesagt, sei zunächst bei dem Wachsturmband gewesen, und zwar bis Ende oder bis Mitte 1943. Wäre in dieser Zeit überhaupt nicht im Lager als Blockführer Борецкий gewesen. Нам здесь показал, что он сначала был в сторожевом этом отряде и до середины 43-го года, что его в это время вообще там в лагере не было. Не, он с марта месяца 42-го года был блокфюрером блока номер 7, где находится советское военное управление. Nein, der war seit März 1942 Blockführer des Blocks 7, wo sich die sowjetischen Kriegsgefangenen befanden. Yeah. Als sie hinkamen. Когда вы туда пришли? Да, сразу же он был у нас блокфюрером. Und direkt, unmittelbar, also direkt danach, da war unser Blockführer. Yeah. Und nun hatten Sie ja drei Erlebnisse mit ihm. Das eine, wo Sie selbst geschlagen worden sind. Das andere, wo Sie in einem anderen Block gesehen haben, wie die Leute, die Häftlinge, die da durchmarschierten, totgeschlagen wurden. Ja, und значит, вы видели, имели с ним три встречи. Первая встреча, когда он вас сам побил сильно. Последний, да. Als ihr mich geschlagen habt, das war die letzte Begegnung. Ja, das war die letzte, das war Anfang Juli 42. Это было начало июля 42 года, когда он вас так побил. Меня побил в начале июля. В июне вот как раз на солнце убивались люди, а примерно в мае я видел, как это палкой убивали людей там. Also im Juli, Anfang Juli wurde ich von ihm geschlagen. Im Juni habe ich gesehen, wie die Menschen da in der Sonne А вообще встречался с ним каждый день. Aber im Allgemeinen habe ich ihn jeden Tag getroffen. Но когда он убивал в этом зале, это было в мае. В мае. Also im Mai, als in diesem Saal da getötet hatte. Und nun hätte ich noch eine Frage, warum sind Sie wohl nachts und heimlich operiert worden? Warum konnte das in der sogenannten chirurgischen Abteilung nicht am Tag und offiziell gemacht werden? Почему вас оперировали ночью и так в секрете? Ведь это же было хирургическое отделение, почему этого нельзя было делать официально? Ну, я считаю, потому что я был температурник, а меня поместили в хирургическое отделение. Ich nehme an, dass es deswegen gewesen ist, weil ich durch die Fiebernde gewesen bin und auf die chirurgische Abteilung gekommen bin. Ja, nun ist doch auf die chirurgische Abteilung gekommen unter der Vorgabe, sei eben ein chirurgischer Fall.
Und warum wird ein chirurgischer Fall nicht in aller Offenheit am Tage operiert? Warum muss das nachts heimlich geschehen? Das verstehe ich nicht. Но вы же попали на хирургическое отделение как хирургический случай. Почему таким образом нельзя вас было нормально днем оперировать как хирургический случай? У меня была температура большая, я был температурник. Поэтому меня должны перевести в температурное отделение. Ich hatte hohes Fieber und darum hätte ich auf die andere Abteilung kommen müssen. Ja, naja. Ich bitte doch mal die Angeklagten von 24 bis 11 und noch der nächste Herr mal vorzutreten, ja? Sie auch? Ja, bitteschön, ja. Wollen Sie sehen, ob Sie einen dieser Leute kennen? Nicht dabei. Wie haben Sie ihn in Erinnerung, den Barecki? В то время он был светлорусый, молодой. Damals war blond, jung, красивый был. Gut aussehen. Ja. Und jetzt gehen Sie mal durch. Ich bitte die anderen Angeklagten mal aufzustehen, ob Sie unter den anderen Angeklagten einen Mann sehen, den Sie vielleicht als Barecki erkennen. Посмотрите, не узнаете ли вы среди этих других подсудимых кого-нибудь Барецкого? Also Sie meinen, dass es derselbe sei? Er hat gesagt, nur die Augen sind dieselben geblieben. Daraufhin habe ich ihn gefragt, meinen Sie, dass es derselbe sei? Bitte? Die Augen sind seine. Mit anderen Worten will er sagen, dass er das nicht ist. Er will nur erkennen die Augen, sonst erkennt er ihn nicht mehr, nur sagt er, es sind dieselben Augen. Ich meine, das ist ganz klar, brauchen wir weiter nicht drüber zu reden. Ich war ja 42, war ja niemand Doktor gewesen. Ja, ja, das sagten Sie schon mehr. So, bitteschön. Herr Stenkin, sprach dieser Belak im Block 7 in Birkenau mit Ihnen, den russischen und anderen Gefangenen, nur Deutsch oder auch in einer anderen Sprache? Скажите, пожалуйста, этот беляк, разговаривал ли он в блоке седьмым с вами или с другими узниками только по-немецки или на каком-нибудь другом языке? Пока я находился в лагере, я не слышал, чтобы он разговаривал на другом языке, кроме немецкого. Solange ich im Lager gewesen bin, habe ich niemals gehört, dass in einer anderen Sprache außer der Deutschen gesprochen hätte. Потом уже будучи у себя на родине. Später, als ich bereits in der Heimat war. Ну, когда мы встречаемся с товарищами, хотя сразу, ну, в разных городах находимся. Als wir dann zusammenkamen, wir kommen der Kameraden so zusammen aus anderen Städten. И когда вспоминаем все это, лагерную жизнь, мне говорили уже потом в 43-44 году, он кое с кем разговаривал на польском, кажется, языке, на польском языке. Da hat man mir erzählt, dass später, 1943 und 44, glaube ich, Polnisch, also gesprochen hätte, in einer anderen Sprache, ich glaube, in Polnisch gesprochen hätte. Dann noch folgende Frage, was hat nun Belak mit den Häftlingen zu tun, die dort zwischen Block 7 und 8 in der Sonne lagen? Теперь такой вопрос, что он имел общего, то есть что он сделал с этими узниками, которые лежали между 7 и 8 блоком?
Какая была связь между ними и этим Беляком? Если он был блокфюрером в блоке номер 7, то, ну, как ему хотелось, так он, что он хотел, то и делал с этими людьми, слабыми. Да, er Blockführer des Block 7 gewesen ist, da hat mit diesen schwachen Menschen das getan, was wollte. Так как блок это быстро переполнялся, если он раньше убивал палками, а сейчас решил, чтобы более усовершенствованным способом убивать, выгонять их на солнце, не давать им пить. Dieser Block wurde sehr schnell überfüllt und früher hat mit dem Stock die getötet und dann hat sich überlegt, dass auf diese Weise mit den Sonnenstrahlen töten kann. Dankeschön. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Frage. Blieb Baretzky im Block 7 als Blockführer, als Sie dann in den Block 10 verlegt worden sind? Скажите, пожалуйста, остался ли Борецкий блокфюрером на седьмом блоке тогда, когда вы лично перешли на десятый блок? Да, остался. Я и блиб. Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, die Verteidigung. Ja. Wollen Sie zunächst mal dem Angeklagten das Bild zeigen, dem Zeugen und fragen, ob irgendeinen wiedererkennt, der auf diesem Bild abgebildet ist. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, узнаете ли вы кого-нибудь на этом снимке? Имеется в виду эсэсовцев? Meinen Sie einen von den эсэсовцев? Mm-hmm. Да-да. Нет, не узнаю. Nein, ich erkenne keinen. Das rechts in der Ecke, von dem Mann wird behauptet, dass es Борецкий sei. Этот по правой стороне, в углу, о нем говорят, что это Борецкий. Hat damals eine solche Mütze aufgehabt? Носил ли он тогда такую шапку? Я его в такой шапке не видел. Ich habe ihn mit so einer Mütze nicht gesehen. Hat eine Feldmütze. Eine Feldmütze auch. Danke. Herr Rechtsanwalt Joschko. Herr Zeuge, können Sie mir vielleicht auf der Karte von Birkenau den Block 7 und 8 zeigen? Господин свидетель, можете ли вы мне показать на карте седьмой и восьмой блок? Hier war das Frauenlager. Und bis zu meiner Flucht, da waren diese hier Baracken aus Holz, also diese Rechtsbaracken. Diese waren aus Holz und diese links, это были Ziegelstein. Und diese waren Ziegelsteinbaracken. Und im Winter 41-42 haben wir sie eben gebaut. Hier war die Küche. Hier waren Baderäume und die Toiletten da drin. Das waren, hier in der Ecke ist die Wäscherei. So eine kleine Wäscherei direkt unter einem Dach. Und hier 7 und 8, покажите еще раз 7, 8, покажите. Und hier ist 7 und 8. Ja. Herr Zeuge, Sie sagten uns, dass zwischen Block 7 und 8 beide Gebäude durch einen Stacheldraht abgeschlossen waren. Вы нам говорили, что между 7 и 8 блоком была проволока протянута. Между седьмым и восьмым блоком. Hier war Stacheldraht, da an den Ecken. Von der und von der Seite. Eben, beide Blöcke waren durch einen Stacheldraht miteinander verbunden, beziehungsweise nach außen abgeschlossen. Значит, оба эти блока были соединены с собой проволокой и отделены от дорог, от других. Да. Ja. Wie sind Sie dann in Block 7 und 8 hineingekommen, um Ihren Kameraden zu besuchen? И как же вы входили тогда в седьмой и восьмой блок, чтобы навестить ваших товарищей? Ну, в восьмом блоке никого не было.
Im Block 8 war niemand damals. Und hier war eine Tür, ein Eingang. Und hier war ein Eingang. Und die Stärksten unter diesen Schwachen, also die unter diesen Schwachen wurden die Stärksten ausgesucht und man zwang sie hier zu stehen und zu verhindern, dass die schwachen Menschen, die dort waren, irgendwie fortrücken können. Ist gut. Nein. Danke. Von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten, noch eine Erklärung gewünscht oder eine Frage? Nein. Herr Zeuge, sind Sie bereit, das, was Sie uns gesagt haben, zu versichern und die Wahrheit dessen zu versichern unter Bezugnahme auf den Eid, den Sie bereits hier in dieser Instanz geschworen haben? Готовы ли вы обещать, что это все, что вы сказали, является сущей правдой, принимая во внимание присягу, которую вы на прошлой неделе дали здесь подали перед судом? Я могу дать снова присягу. Ich bin bereit, sogar nochmal zu beschwören. Das wäre nicht nötig, wenn Sie uns die Versicherung abgeben, dass das, was Sie uns gesagt haben, wahr ist und sich darauf beziehen, dass Sie das bereits vorher schon beschworen haben. Не надо этого совершенно, нам хватит и достаточно, если вы подтвердите нам, что это правда и что вы принимаете во внимание присягу, которую вы положили на прошлой неделе. Да, это правда. Я достаточно. Versichert das, was er gesagt hat.